Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch ein weiteres neues Produkt mitgebracht. Heute geht es nämlich um die Bisaflor EX Rote und Blaue Kollektion. Diese Rote und Blaue Kollektion, da dachte ich, dass sie im November erst erscheinen wird. Allerdings anscheinend doch schon Ende September erschien bei Toys R Us. Also bei Toys R Us gibt's diese Box exklusiv. Sonst gibt es die nirgendwo, also nicht bei GameStop und auch nicht bei Müller. Momentan stand hier der 1. Oktober. Also bis dato ist noch nichts bekannt, ob es die dort noch geben wird. Die gibt es anscheinend echt nur exklusiv bei Toys R Us. Und die sind nun auch wieder verfügbar. Als ich sie mir besorgt habe, habe ich sie mir aus dem Laden besorgt, denn die Internetseite, dort konnte man sie nicht mehr bestellen. Jo, aber nun ohne große weitere Redereien werde ich diese Box nun öffnen. Erstarken mit Bisaflor EX steht hier. Und dann wieder der gleiche Text wie eh und je. Wir erhalten hier drin 4 Booster Packs. Natürlich die Jumbo Promo, die normale Bisaflor Promo. Jo. Genau, also das Übliche. Und ich freue mich schon total auf diese Box, denn das ist die letzte von diesen 4 Boxen, die es gibt zur Feier des 20-jährigen Jubiläums. Nummer 4 ist das. Wir haben ja schon auf dem Channel die Galurak-Box zuerst geöffnet. Darauf folgte die exklusive Müller-Box. Die Turtok-Box war das. Die gab es nur bei Müller. Der Spielwaren- und Drogeriekette und danach Pikachu, die Pikachu EX Rot und Blau Kollektion, die momentan auch noch sehr aktuell ist. Die gibt es bei GameStop oder allen anderen Spielwarenläden. Und diese Bisaflor EX Box, nun eine exklusive Release für Toys R Us. Jo. Und nun mache ich mich mal daran. Hier haben wir die Bisaflor EX Promo. Und nun werde ich das Video kurz unterbrechen und diese Karte eben da rausholen. So, und hier habe ich die Karte nun herausgetrennt. Da das Bisaflor EX. Das zeige ich euch natürlich gleich aus der Nähe. Hier seht ihr, wie ich das gemacht habe. Ich schneide das immer hier unten ein mit einer Schere, sodass ich dann das Bisaflor quasi raustrennen kann. Dann biege ich das so um und das poppt dann quasi so da raus. Genau, denn ich sammle diese Promos natürlich auch und sie sollten alle in einem guten Zustand sein, wenn ich sie sammle. Genau. Wir haben 2 Galurak-Packs, ein Turtok und ein Bisaflor-Pack und den Online-Code. Dieser schaltet 4 Booster frei. Und natürlich die Bisaflor EX Promo. Booster an die Seite. Und dann haben wir natürlich noch, genau richtig, die Bisaflor EX Jumbo Promo Karte. Die kommt mal in den Hintergrund. Hier die kleine Variante. Nun zoome ich ein bisschen ran und dann kann ich das euch alles von näher zeigen. So, hier jedenfalls das Bisaflor. Ich finde, es ist eine sehr coole Karte. Das Artwork auch wieder sehr krass. Das ist eines der, ja, das ist die einzige von diesen Endentwicklungen, von diesen EX-Endentwicklungen aus diesen Boxen, die keine Evoli-Lution, also eine Entwicklung von Evoli im Hintergrund hat. Dieses Bisaflor hat nämlich ein Giflor im Hintergrund und ein Sichlor hier unten. Das finde ich ganz genial gemacht, dieses Artwork eigentlich, da das Bisaflor mit seinen Ranken herumwedelt und das Giflor sich so da dran hängt. Die interagieren also sehr, sehr cool mit Bisaflor auf diesem Artwork. Schön. Gefällt mir. XY Promo Nummer 123. Übrigens.
Jo, mit Angriff Giftpuder. 60 Schadenspunkte macht dieser Angriff. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Und Dschungelhammer. Heile 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Für 90 Schaden macht dann dieser Angriff. Ich finde den ersten Angriff ein bisschen besser, um ehrlich zu sein. Da den Gegner zu vergiften immer ganz gut ist. Ein nices Artwork auf jeden Fall. Freut mich, dass ich diese Box besorgt habe. Ich zeige euch aber sowieso jedes Produkt. Da kommt ihr bei mir nicht dran vorbei. Und nun öffnen wir hier diese 4 Booster Packs. Wir fangen auch mal mit diesem Bisaflor Artwork an. Da das hier ja die Bisaflor EX rote und blaue Kollektion ist. Das finde ich dann ganz passend. Und das Bisaflor Pack hat für uns Rihorn, Psychoenergie, Dicta, Pikachu, Wablu, Astrid, Golbat, Relaxo ist unsere Reverse. Das ist auch eine Sternkarte, also schon mal ein ganz guter Pull. Dann nehme ich mal die hintere Karte zuerst. Das ist ein Kikli und ein Flamara EX. Sehr cool. Das habe ich schon gesehen am Rand, durch diesen dunklen Rand hier. Krass, krasser Pull. Freut mich. Ihr seht hier diesen Holo-Effekt. Genial. Flamara EX in einem Feuerdeck, sehr gut spielbar. Vor allen Dingen auch gut kombinierbar mit Volcanion EX und dem normalen Volcanion. Daraus kann man sich ein ganz gutes Deck bauen. Jo, und nun das nächste Pack mit dem Glurak Artwork. Und hier haben wir ein super krasses Karpador mit dem Irrenplatscher. Stärkste Karte in diesem Set natürlich. Feenenergie, Dodu, Tangela, Glutexo, Snubbelicat, Energieumschalter. Oh yeah! Wasserenergie Reverse. Diese Energien aus Generation sammle ich. Finde ich sehr schön anzusehen. Psiaugon ist unsere zweite Radiant Collection Karte. Und Rosanna ist die Stern. Naja, nicht so top. Die Wasserenergie kommt auch mal in den Hintergrund. Zwei Booster noch. Mal sehen, was Turtok jetzt hier raushaut. Ja, das Pack Artwork habe ich eindeutig zerstört. Drei von hinten vor die vorderen drei. Das ist bei Generation so. Hier haben wir eine Psychoenergie. Mit so einem weißen Punkt. Der ist aber drauf gedruckt. Art kleiner Druckfehler. Ist aber dadurch dann nicht besonders selten. Hier haben wir Dicta. Pikachu, Zubat, Endivir, Golbat, Pokéball, Magma ist die Reverse, Dedenne ist die zweite Radiant Collection Karte, ist somit auch Holo und die Stern in dem Pack ist Vulnona EX, das gibt es nicht, Vulnona EX, sehr cooler Pull, wirklich, verdammt genial, nur ich habe die in letzter Zeit etwas öfter gepullt. Vorher gar nicht. Ich habe das gesamte Jahr keine Vulnona EX-Karten gezogen. Und jetzt in kürzester Zeit drei hintereinander. In den Produkten. Freut mich dennoch. EX-Karte ist EX-Karte. So oder so. Also die Box hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zwei EX und zwei Feuer-EX sogar. Wenn natürlich umso krasser, wenn jetzt noch ein Glurak hier drin wäre. In dem Glurak Pack Art. So, sind wir gespannt, was hier drin sein könnte. Krabby jedenfalls. Kleinstein. Feuerenergie. Gut, passend. Karpador.
Raichu, Doppelfarblos-Energie, Golbat, rote Karte ist die Reverse, Jirashi ist die zweite Radiant Collection Karte und die Stern ist Turtok EX. Hammer! Sehr cool. Zwar keine Feuer-EX, aber kein Ding. Wir haben an nützlichen Karten für mich gefunden, diese vier Stück auf jeden Fall. Diese zwei Feuer-EX, Flamara-EX, Vulnona-EX, diese Wasserenergie, die super einhergeht mit dem Turtok-EX. Sehr krass. Freut mich. Besser geht's eigentlich nicht. Und zudem haben wir natürlich auch noch diese hammermäßige Full-Art-Promo. Bisaflor EX. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Full-Art-Promo irgendwie am meisten in Action aussieht. Finde ich irgendwie sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Opening und bei diesem Puls. Ich hatte es auf jeden Fall. Besser hätte es nicht laufen können. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich zeige euch alles im Pokémon-Karten-Sammelkartenspielbereich. Und bleibt auch weiter dran. Euer Pokémaniac. Bis dann.